Freitagabend, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Drogerie-Dupes, ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufheitern kann. Und vor allen Dingen nach meinem neuen Credo, ich zeige euch Produkte, damit ihr nur Produkte kauft, die wirklich gut sind. Und vor allen Dingen findet ihr hier immer die spannendsten und seltensten Dupes zu beliebten High-End-Produkten. Und deswegen freue ich mich, dass wir in eine neue Runde Drogerie-Dupes starten. Ich habe wieder durch meine kleine Make-up-Sammlung geschaut und habe wirklich viele spannende Produkte gefunden und möchte euch heute wirklich aufregende Produkte zeigen, weil das Produkte sind, wo ich noch nie gesehen habe, dass sie jemand gedupt hat und ich habe sie gefunden. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Und damit wir gar keine Zeit verlieren, Freunde, fangen wir an. Heute kurz und knackig. Ich weiß, dass viele gerne die Dupe-Videos sehr präzise sehen. Deswegen dachte ich mir, machen wir das Ganze mal ein bisschen präziser und hüpfen auch direkt ins erste Dupe. Ihr wisst es, ich bin der größte Freund von dem Huda Beauty Cherry Blossom Cake Puder. Das ist meiner Meinung nach eins der besten Puder, die es überhaupt gibt. Generell das Puder von Huda Beauty, aber auch vor allen Dingen in der Farbe. Das Rosa korrigiert nämlich dunkle Augenschatten und davon habe ich mindestens zwei sehr intensive. Und ich habe jetzt endlich, ich wusste doch schon, dass das bald rauskommt, aber jetzt ist es endlich soweit in der neuen Limited Edition von Rival Loves Me, das Cherry Blossom Under Eye Baking Powder. Farblich unterscheiden die sich ein ganz kleines Stück, wenn man sie aufblickt. Unter den Augen siehst du keinen Unterschied mehr. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Ich trage einmal ein bisschen Concealer auf und verblende mir das Ganze mit einem feuchten Beauty Blender. Der einzige Unterschied, oder es gibt ein paar kleine Unterschiede, die meiner Meinung nach aber nicht so gravierend sind. Das Cherry Blossom Puder von Huda Beauty hat 20 Gramm. Das von Rival Loves Me hat 5,5. Es ist natürlich ein bisschen weniger. Ich glaube aber, dass das definitiv auch ins Standardsortiment kommen wird irgendwann. Und das jetzt erstmal nur so ein kleiner Testdrive ist, wie es überhaupt ankommt. Spoiler-Alarm, es ist phänomenal. Aber ihr habt hier keinen Duft mit drin. Das habt ihr beim Huda Beauty aktuell noch. Das ist sehr, 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 sehr stark parfümiert und viele mögen den Duft nicht. Ich mag ihn mittlerweile, ich habe das ein paar Tage offen gelassen, dadurch ist natürlich viel Duft verflogen, merkt man da aber keinen Unterschied mehr. Ich zeige euch jetzt aber unter den Augen, wie es aussieht und nehme dafür das Huda Beauty Puder auf meiner rechten Seite und nutze dafür ein Microfiber Multitool Mini. Arbeite mir das erst so ein bisschen in die Hand ein und dann presse ich das unter die Augen. Das ist sehr, sehr weichzeichnend, das Puder, und ich finde, dass das halt nicht so wirklich, also es macht keinen rosanen Fleck unter die Augen. Es macht aber ein sehr, 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 sehr schönes Finish und so ein ganz leichter Hauch von Rosa, der korrigiert. Ich nehme mir ein sauberes Microfiber Multitool und auf der anderen Seite benutzen wir das von Rival Loves Me. Das ist vom Unterton ein bisschen lachsfarbener, geht ein bisschen mehr in die Aprikot-Richtung. Ich glaube, da könnt ihr den Unterschied erkennen. Auf der Haut, finde ich, passt das aber sogar noch ein bisschen besser. Auch das setze ich mir unter die Augen hin und trage mir das auf. Und ich glaube, ihr seht den Unterschied. Das Huda Beauty Puder hat nicht unbedingt eine Deckkraft. Das von Rival Loves Me hat auf jeden Fall eine leichte Deckkraft. Und ich finde, es gefällt mir Tatsache sogar noch ein Stückchen besser. Ich würde mir wünschen, dass Rival Loves Me das wirklich ins Standardsortiment bringt. Aber wenn ich das gleich wegnehme, werdet ihr keinen Unterschied mehr erkennen. Und das, muss ich sagen, ist das Ziel. Ich habe für mich so ein paar Dupe-Regeln aufgebaut, die ich euch gerne teilen möchte. Ich möchte nicht unbedingt ein 1:1 Finish haben, aber ich möchte einen ähnlichen finalen Look haben, der mich an den Look mit den High-End-Produkten anlehnt oder der sich daran anlehnt. Ich möchte die günstigere Version des High-End-Produktes haben und muss natürlich dabei auch immer so ein paar kleine Abstriche machen. Nicht immer, aber manchmal. Und das ist für mich aber in Ordnung. Das Huda Beauty Puder kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Das von Rival Loves Me 3 Euro. Und das ist natürlich doch nochmal ein Unterschied. Und wenn das dann in der Full-Size-Größe rauskommt oder in der Großgröße von Rival Loves Me, dann wird da der preisliche Unterschied natürlich auch noch gravierender sein. Beide Augen sehen super, super frisch aus. Ich wollte mit euch aber noch einmal ganz kurz über meine Freunde von La Riese sprechen. Ihr wisst es, ich arbeite mit La Riese schon sehr, 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 sehr lange zusammen. Und ich sage euch auch warum. Ich liebe Parfums, aber ich bin es leid, sehr, sehr viel Geld für Parfums auszugeben,
nur weil da eine Marke hintersteht oder nur weil der Flakon ganz besonders schick aussieht. Das sind alles Sachen, die für mich während des Tragens des Duftes gar keine Rolle spielen. Ich trage weder den Flakon mit mir herum, noch trage ich ein Schild, wo drauf steht, ich trage XY-Marke. Deswegen arbeite ich so gerne mit Larisée zusammen, weil sie wirklich ganz, ganz tolle Duftzwillinge zu den beliebtesten Düften haben. Und heute habe ich eine ganz, ganz süße Sache, die vielleicht euch genauso ans Herz geht wie mir. Ihr habt mit Sicherheit schon mal was von der Duftpyramide gehört. Dort gibt es ja den Begriff der Basisnote und vor allen Dingen auch der Herznote. Und habt ihr eigentlich schon mal was von Partnerdüften gehört? Ich hatte das nämlich schon und ich fand das so süß und habe mich gefreut, dass ich das mit euch teilen konnte. Ihr kennt mit Sicherheit alle beliebte Düfte für Männer und für Frauen, die ähnlich sind vom Flakon her, vom Design her, vom Look and Feel. Wenn dein liebster Duft beispielsweise von Paco Rabanne Olympia ist, kann ich mir vorstellen, dass es wunderschön wäre, wenn dein Partner beispielsweise Invictus trägt. Dafür habe ich diese beiden Schätze mitgebracht von Larisée. Einmal die 432 von Larisée. Das ist das männliche Pendant zu dem Duftzwilling von Invictus. Ich liebe den Duft. Der riecht sehr frisch, sehr sportlich, nicht so aufdringlich und für die Dame Olympia. Und ich liebe den Duft. Meine beste Freundin hat den von Larisée Tatsache. Und ich finde, das ist so ein ganz besonders zarter, lieblicher Duft, der aber trotzdem deine Präsenz zeigt. Und das Schöne ist, wenn du beispielsweise mit deinem Partner oder deiner Partnerin unterwegs bist, das ist jetzt sehr heterogen. Ihr könnt das natürlich auch homogen machen, beispielsweise zweimal denselben Duft tragen. Wenn ihr gemeinsam durch die Stadt zieht und dann beide die ähnliche Herznote habt, ich finde, das gibt immer ein ganz, ganz schönes Gefühl. Die Düfte von Larisée unterscheiden sich auch vom Flakon her, beziehungsweise von dem Verschluss und dem Sprühkopf. Beide als Pärchen super gut. Ich kombiniere Tatsache auch beide. Oder für alle meine Single Boys und Girls, probiert es aus, zwei Düfte zu kombinieren. Gerade die mit derselben Herznote. Deswegen zeige ich euch das nicht nur, um zu sagen, Männlein und Weiblein Duft und ihr könnt das benutzen, sondern wenn ihr dieses Layering nochmal auf eine ganz andere Ebene bringen wollt, kombiniert einen männlichen Duft und einen weiblichen Duft immer mit derselben Herznote. Und dafür sind die beiden Sets natürlich super gut. Falls die nicht eure Favoriten sind, habe ich euch noch zwei andere mitgebracht, die mir noch so ein bisschen mehr Luxus-Vibes geben. Und das ist das, was ich liebe bei Duft. Ich möchte riechen wie eine reiche Dame vom Land oder ein reicher Herr vom Land. Und dafür sind die beiden meine absoluten Favoriten dafür. Wir haben einmal Jean-Paul Gaultier Classique und Le Male. Classique ist der Damenduft, der riecht ein bisschen pudrig, ein bisschen zarter, sehr erwachsen, finde ich, aber nicht so altbacken. Und der Herrenduft ist einer meiner liebsten Düfte. Es war auch Tatsache einer meiner ersten Düfte, die ich jemals hatte. Deswegen verbinde ich damit was ganz, ganz Tolles. Ist es Jean-Paul Gaultier Le Male. Wir haben als Larisée die 136 und die 446 für den Herren. Auch hier Kombination aus beiden. Entweder du und dein Partner oder deine Partnerin. Oder für meine Boss-Babes kombiniert wirklich beide. Probiert das Ganze mal aus. Ich verlinke euch die Seite von Larisée unten. Und das Beste ist, ihr kriegt mit meinem Rabattcode nicht nur nochmal 20% Rabatt auf die doch schon weitaus günstigeren Duftzwillinge, die übrigens genauso lange halten und ich finde teilweise sogar besser. Es gibt beispielsweise, muss ich noch kurz erzählen, den Best Cherry von Larisée. Das ist der Duftzwilling zu dem Tom Ford Lost Cherry. Freunde, der Lost Cherry von Tom Ford, ganz ehrlich, aber ich habe den Tom Ford Lost Cherry und ich trage ihn nicht mehr, weil ich mich darüber ärgere, 300 € für einen Duft ausgegeben zu haben und der von Larisée hält fünfmal so lang. Nur damit ihr das mal gehört habt, ihr kriegt natürlich 20% Rabatt und für euch gibt es den goldenen Refill auch nochmal gratis mit dazu. Dort könnt ihr euch den Duft mit abfüllen und habt dann unterwegs immer so einen kleinen Erfrischer oder wenn ihr unterwegs sein wollt. Also schaut unbedingt bei Larisée vorbei und probiert wirklich mal Herznotenkombination aus. Super süße Sache, funktioniert mit vielen, vielen Düften. Das sind meine zwei liebsten Pärchendüfte. Weiter geht es mit Make-up-Dupes und da habe ich was ganz Spannendes gefunden. Ich finde, dass die so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben letztes Jahr. Catrice hat Melting Kiss Lippenstifte rausgebracht. Das sind so ein bisschen gelartigere Lippenstifte, aber es ist genau dieselbe Formulierung wie die von Charlotte Tilbury. Und da habe ich euch zwei Farben mitgebracht. Einmal von Charlotte Tilbury die Farbe Happy Peach. Das ist ein sehr, sehr schöner, frischer, peachiger Ton. Der ist super schön als Blush. Dafür benutzen wir ihn auch
gleich auf der einen Seite und von Catrice das passende Pendant dazu, den Melting Kiss in der Farbe 040. Der ist ein bisschen rötlicher, aber im Prinzip, also, excuse me, das ist der. Seht ihr den Unterschied? Ein bisschen von der Farbe, aber selbst die Textur ist gleich. Beide reflektieren gleich. Beide sehen sehr, 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 sehr schön frisch aus. Ich habe noch eine andere Farbe mitgebracht, weil ich dachte, eine Farbe reicht hier nicht, Freunde. Ihr kommt hier zu mir auf meinen Kanal, um wirklich spannende Dupes zu finden. Ich bringe sie euch. Wir haben nämlich von Charlotte Tilbury noch die Farbe Pillow Talk. Super, super schön. Geht so ein bisschen in die bärige Richtung, ein bisschen natürlicher. Und dafür von Catrice die Farbe 060. Da ist der Unterschied ein bisschen größer von der Farbe her, aber auch von der Formulierung her kein Unterschied. Was ich ganz ehrlich immer gerne damit mache, ich trage jetzt hier einmal Catrice auf. Pillow Talk. Farblich ein ganz kleiner Unterschied. Vom Finish her sind die aber wirklich nahezu identisch. Was ich damit wirklich sehr, sehr gerne mache, ist vor allen Dingen mit Dupes. Wenn mich wirklich ein High-End-Produkt interessiert und die Drogerie oder andere Brands schon eine günstige Alternative zu haben. Ich sage nicht, kauft euch niemals das High-End-Produkt, weil ich finde, mit High-End-Produkten kann man ja auch noch mal ein bisschen was erleben. Also ein High-End-Produkt, da erlebst du oder da kaufst du ein Erlebnis und das kriegst du nicht immer mit Drogerieprodukten. Das ist völlig in Ordnung. Aber bevor ich 300 € für ein Parfum ausgebe und ich nicht weiß, ob es mir gefällt und manche Düfte kannst du nicht im Laden riechen, wie beispielsweise Tom Ford, es sei denn, du fährst ins KDW oder zu Bräuninger. Aber ganz ehrlich, wie viele von uns haben das KDW oder Bräuninger ums Eck? Bevor du 300 € ausgibst, zahle ich lieber 3 € oder 20 € für einen Duftzwilling oder einen Lippenstift, um zu schauen, gefällt mir die Textur, gefällt mir der Duft, komme ich damit überhaupt zurecht? Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich mir irgendwann mal vielleicht die teure Alternative kaufe, wobei ich dann sagen muss, ganz ehrlich, tue ich eigentlich selten. Ich wollte den Blush von Charlotte Tilbury aber auch noch als, oder den Lippenstift als Blush benutzen und trage mir den dazu hier auf dem Handrücken auf, nehme Pinsel von Crash Cosmetics und gehe hier einfach so ein bisschen rüber. Was ich bei denen sehr, sehr schön finde, ist natürlich wieder das Finish. Ihr kennt mich mittlerweile, ich liebe diese Wet Skin Effekte. Auf der anderen Seite den von Catrice. Dieses Wet Skin, die Haut ist frisch, die Haut ist glowy, aber sie zersetzt auch hier nicht die Foundation. Ich habe natürlich jetzt auch schon so ein bisschen abgepudert gehabt. Beide haben wirklich ein super, super schönes Finish und ich finde, es sieht immer ganz besonders edel aus, wenn es ein bisschen glossiger auf den Wangen ist. Also die Melting Kiss Sticks von Catrice könnt ihr definitiv mal probieren. Unabhängig davon, ob sie ein Dupe sind oder nicht, sind das phänomenale Texturen. Ein Dupe, was ihr mit Sicherheit schon kennt, aber jetzt habe ich beide Produkte auch in Full Size hier. Ist einmal von Max Factor der Brow Shaper und von Anastasia Beverly Hills der Brow Wiz. Wenn du es mir nicht sagen würdest, könnte ich Tatsache von der Haptik her, wenn ich sie in der Hand hätte und die Augen verschlossen hätte, könnte ich dir keinen Unterschied sagen. Der von Anastasia Beverly Hills ist ein super Produkt und ich bin Tatsache auch im Moment wieder so ein kleiner Fan von Augenbrauenstiften geworden, weil die immer sehr. Das geht halt schnell, ne? Ich mache halt nicht mehr diese präzisen Instagram-Augenbrauen, sondern ich will schnell mal so ein bisschen durchgehen und damit funktioniert das. Auf der anderen Seite habe ich den hier von Max Factor. Der ist von der Spitze her genau gleich. Ich will nur ein bisschen ausfüllen. Ich will keine neue Form in die Augenbraue bringen. Und habe zwei sehr schöne, sehr schnell gemachte Augenbrauen. Jetzt wird es aufregend, Freunde, denn auch hier haben wir nochmal ein Charlotte Tilbury Dupe. Und zwar wisst ihr, dass ich Eyeshadow Sticks Eyeliner sehr, sehr gerne mag, weil ich finde, dass es für den Alltag immer super schnell ist. Charlotte Tilbury hat die Color Chameleon Eyeshadow Sticks rausgebracht und unter anderem in der Farbe Dark Pearl. Der ist so ein bisschen bräunlich, ein bisschen schimmernd. Und das ist so ein Jumbo-Stick, den kannst du nicht rausdrehen, den musst du anspitzen. Das finde ich persönlich ein bisschen doof, weil du dadurch einfach super viel Produkt verlierst. Den setze ich mir direkt an meinen Wimpernkranz und blende den ganz einfach aus. Das ist eine super gute Sache, wenn man nicht viel Zeit verbringen möchte mit Make-up, nicht viel Zeit mit Verblenden verbringen möchte, sondern einfach nur das Auge so ein bisschen in Form bringen. Ich ziehe mir das dann gleich hier hinten so ein bisschen wie ein Liner raus und kann es dann hier hinten so ein bisschen rausdiffusen. Das ist jetzt kein intensiver Lidschattenlook, ne? Du kannst das aufbauen, aber
Das ist, wenn es wirklich, wirklich schnell gehen soll, eine super Sache. Du kannst den auch aufs gesamte Lied auftragen und dann so ein bisschen ausblenden. Der hat tatsächlich schon Schimmer drin, deswegen bin ich hier so ein bisschen vorsichtiger, wie weit ich ihn rausziehe. Macht ein super schönes, sehr, sehr edles Ergebnis und es so ein, geht so ein bisschen in die Tonrichtung. Auf der anderen Seite die Freunde und die Mäuse von Catrice. Hier habe ich zwei Farben, die in Kombination dem noch näher kommen. Auf der einen Seite haben wir den Aloe Vera Eyeshadow Stick in der Farbe Lavender Brown. Auch hier so ein silbriger Taubton. Wobei ich sagen muss, auf dem Auge, der von Catrice ist ein bisschen leichter pigmentiert, da muss man dann vielleicht noch eine zweite Schicht nehmen, fällt das gar nicht mehr auf. Ich wollte eigentlich noch die Farbe Golden Toffee mit rübergeben, weil der von Charlotte Tilbury hat einen goldenen Schimmer mit drin oder einen etwas wärmeren Schimmer als der von Catrice. Wenn ich das aber kombiniere, also, come on. Es ist schon sehr, sehr ähnlich, oder? Und das Ganze auch hier deutlich, deutlich günstiger. Ich sage unter keinen Umständen, es ist wichtig, dass ich das dazu sage, dass das eine Produkt besser ist als das andere. Aber auf dem Auge fällt der Unterschied kaum auf. Ich mag diese Eyeshadow-Sticks super, super gerne, wenn es super schnell gehen soll und ich einfach nicht so viel Zeit habe. Man kann das auch einfach mit dem Finger so ein bisschen hier verblenden. Den anderen Finger für die andere Seite. Zack, hast du ein bisschen was auf den Augen und siehst nicht ganz so müde aus. Eine Sache, die mir, das fiel mir wie Schuppen von den Augen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe einen Dior Dupe gefunden. Ein Mono-Eyeshadow in der Farbe 240 Denim Satin. Das ist so ein Klassiker an Farbe. Ich habe den noch nie aufgemacht. Hier ist sogar noch das Plastik mit drauf. Das ist so ein richtig schönes Jeansblau. Auf der anderen Seite ein Klassiker von L'Oreal in der Farbe Ruthless. Ausgeblendet auch hier, siehst du, keinen Unterschied mehr. Ich weiß jetzt gerade sogar nicht mehr. Doch hier, das hier ist Dior und das hier ist L'Oreal. Den von L'Oreal setze ich mir mit einem kleinen Pinsel ans Inner Corner. Beide sind auch nicht so richtig schimmernd, sondern so semi-schimmernd. Auf der anderen Seite drehe ich den Pinsel. Nee, nee, nein, 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 nein. Sonst heißt es wieder, ich schummel. Dann nehme ich dieses kleine Ding von Dior hier, schab ein bisschen raus und setze mir das hier am Inner Corner und habe exakt denselben Look. Excuse me. Und auch hier wieder auf die Entfernung seht ihr wirklich so gut wie gar keinen Unterschied mehr. Und das macht natürlich ganz besonders viel Freude. Ich habe aber noch was für euch kleinen Dewy-Mäuse gefunden. Ich liebe das Nivea-Spray vom Finish her. Ich hasse, hasse. Ich habe richtige Aggressionen gegenüber diesem Duft. Es riecht einfach nur künstlich nach Zuckerwatte, Zuckerguss. Es hinterlässt aber ein sehr, sehr schönes, frisches Finish. Auf der anderen Seite das NYX Dewy Finish Fixing Spray. Das riecht nicht, das riecht einfach nur nach Setting Spray hinterlässt, aber dann auch gleich, sobald das eingezogen ist, auf beiden Seiten wirklich, wirklich dasselbe Finish. Und das zeigt uns wieder, dass man in der Drogerie auch wirklich spannende, günstigere Alternativen finden kann. Was nicht heißt, dass die eine Seite besser als die andere ist, aber man kann mit den günstigen Produkten natürlich ein bisschen Geld sparen. Und das ist das, was ich euch auch immer ans Herz lege. Überlegt euch wirklich gut, was ihr kauft. Braucht ihr die Produkte? Und überlegt, gibt es nicht zu dem Produkt, was ihr vielleicht gerne hättet, aber nicht weiß, wie es ist, eine günstigere Alternative? Wie beispielsweise auch bei Larisee, die wundervollen Duftzwillinge. Da gibt es nicht nur Duftzwillinge zu euren liebsten Düften. Dort könnt ihr einfach reinschreiben oder ihr benutzt den WhatsApp-Service. Der hilft euch immer sehr, sehr, sehr präzise und recht schnell. Wenn ihr sagt, okay, ich suche einen Duft zu Tom Ford Lost Cherry, schreibt da rein, kriegt innerhalb von ein paar Minuten vielleicht sogar schon direkt die Antwort. Ansonsten spätestens am nächsten Tag, wenn ihr außerhalb der Geschäftszeiten schreibt. Und dann habt ihr einfach eure günstigere Alternative. Schaut also unbedingt bei Larisee einmal im Anschluss des Videos jetzt vorbei. Ich verlinke euch alles. Ihr bekommt den gratis goldenen Refill mit dazu. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf.